Ja, hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Ich bin der Cherry Fairy LP und heute geht es natürlich weiter. Du musst alle Belohnungen einsammeln, bevor du nach Monument Island kannst. Okay. Was auch immer das heißt. Ah, das war ja diese ominöse Tür, hinter der wir jetzt sind und jetzt geht das Ganze natürlich weiter. Bin mal gespannt. Munition für Pistole ist voll. Das gibt plus Gesundheit, minus minus Salz. Minus Salz ist natürlich immer sehr schlecht. Boah, wo war ich denn hier? Ah, das war das. Und so gehe ich zielen. Okay. Alles klar. Friendly fellas everywhere, humble folks without temptation. Sehr schön. Na, checken wir die Dinger doch nochmal ab schnell. So als kleiner Muntermacher. Ein Rückblick auf die Anfänge. Der Traum des Propheten wird endlich Lüge. Columbia beginnt seine Reise, um Amerikas Visionen der Welt zu verbreiten. Ende. Ich mag das nicht. Das Wort des Propheten präsentiert der Prophet, widersteht seinen Feinden, bla bla bla. Der chinesische Boxer nehmen unschuldige Amerikaner als Geiseln. Ach so, die chinesischen Boxer. Der Prophet und Columbia kämpfen für Amerika. Unser Prophet. Ba, 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 ba. Washington zu Comstock, halten Sie sich raus. Wir stehen hinter dem Propheten. Ende. Holy Jesus. Ja, Tourist werden wir noch. Das schaffen wir noch. Das Wort des Propheten präsentiert, wir trennen uns von der sogenannten Union. Eine Produktion von Columbia Kinetoscope, bla bla bla. Ein feiges Amerika pfeift seine beste Stadt zurück. Nein, danke, sagt der Prophet. Wir gehen eigene Wege. Columbia sagt sich von Union los und verschwindet in den Wolken. Los! Zu viel Spanisch. Oh, ausrüst du? Wir haben Gesellschaft, kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich. Aperitif. Boah, was? Ausrüstung, Hut, elektrischer Schlag. Ja. Bosen, Geistersoldat. Klingt cool. Adlerangriff. An Skylines. Achso, da muss ich. Okay. Munitionsverteil, Magazingröße aller Waffen um 75%. Sehr schön. Das heißt, wir können. Ah. Das ist sehr schön. Mehr Munition mitnehmen. Und hier haben wir. Oh, das ist nur Salz. Aber ich brauche Salz. Was gibt's denn hier noch? Tenpenny. Infusion. Also das letzte Mal, als ich es gespielt habe, habe ich glaube ich hier Gesundheit ganz viel genommen. Aber ich glaube, ich nehme diesmal ein bisschen Schild, weil das Schild ist eigentlich. Sehr geil. Kriege ich ja davon jetzt so viel, weil ich das Ganze auf Hard spiele? Ich glaube ja, oder? Sie werden das zu schätzen wissen. Schild. Was war denn das? Verblüffend, dass es funktioniert hat. Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Jo. Das ist schon mal sehr gut. Haben wir hier wieder ein bisschen mehr Ausstattung. Gesundheit haben wir, glaube ich, voll, ziemlich. Dann nehmen wir noch das Geld hier mit. Nehmen wir noch das Voxophon hier mit. Nehmen wir noch den ganzen anderen Scheiß hier mit. Müsli!
Kraft. Yeah, yeah. Okay, hier gibt's überall Essen. Sehr lecker, yummy, yummy. Na, da war doch was. Oder? Auch, ah, hier. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr so lässig. Auch wenn wir ein schönes Schild haben. Ui. Oh, der Haken muss magnetisch sein. Oh Gott. Oh. Nehmen wir erstmal das hier alles. Ich glaube, jetzt muss ich hier hoch. Ah! Den haben wir mal gut erwischt. Wow! Ja, das Schild ist geil. Muss ja ein bisschen taktisch vorgehen. Na? Haben wir hier noch einen? Haben wir hier noch einen? Haben wir hier noch einen? Ich glaube, das sieht erstmal gut aus. Wo ist er? Ich höre ihn. Ich höre den, aber ich habe noch keinen Plan, wo er ist. Da oben? Mhm. Oh Gott. Gut, das hätten wir. Aber wir brauchen jetzt unbedingt wieder Salze. Hoi, hoi, hoi. Das Spiel macht richtig, richtig krass Spaß, wenn man das so ein bisschen härter spielt. Muss ich jetzt gerade echt feststellen. Es fordert einen mehr, nimmt einen aber auch mehr mit, irgendwie. Ich höre die ganze Zeit, aber wo sind die? Oh oh. Ganz taktisch hier. Munition könnte man nämlich auch noch einsparen. Wäre vielleicht nämlich auch nicht verkehrt. Solange wir hier noch keine großartigen Waffen-Upgrades haben oder was auch immer. Toll, da ist hier jetzt noch so ein Geschütz. Beherrschung. Wenn ich das Ding jetzt sehe, kann ich das vielleicht machen. Ich glaube fast nicht, dass ich das treffe. Nein, ich sehe es beim besten Willen nicht. Jetzt aber vielleicht. Wenn wir einen Teufelskuss machen, das Ding dann kaputt. Nachdem das hier mal ein bisschen aufgeräumt hat.
Aha. Dann hätte ich auch mit dem Nahkampf mitnehmen können. Die haben das Geschütz gekillt. Wie krass sind die denn drauf? Wow, da ist noch einer. Aber wo? Das sind zwei Schiffe. Ich sehe den zweiten jetzt gar nicht. Habe ich hier schon alles durchsucht, ja. Ah, da hinten. So, Salz hätten wir dann auch. Wow, das war jetzt echt ein geiler Fight. Wie ich doch finde. Und sehr taktisch vorgegangen. Ich glaube, ich habe gar keine HP verloren. Und ich zock das immer noch auf hart. Muss man noch dazu sagen, ja. Gehen wir mal noch übers Schiff. Da findet man vielleicht auch manchmal noch irgendwas. Wie zum Beispiel sowas. Ah, sogar im Geschütz findet man was. Sehr schön. Bewahren Sie Ruhe und verschließen Sie, wenn möglich, die Türen. Der Prophet hat diesen Tag vorhergesehen und ist vorbereitet. Nicht Panik ist das Gebot der Stunde, sondern Beten. Ach komm, gehen wir da rein. Schöne Anwesen hier. Salze voll, die Kraft haben wir schon. Aber die Titten, die sind einfach perfekt. Also ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt, aber ihr würdet diese Flasche auch trinken, egal was abgeht. Einfach wenn da schon so Brüste drauf sind, muss man das einfach trinken. Das klingt halt sehr gut. Beziehungsweise es sieht halt sehr gut aus. So. Toilette, Waschbecken, brauchen wir alles nicht. So, hier haben wir eine Kiste. So. Die ja verschlossen ist. Finde den Schlüssel zum Schloss. Okay. Hey, alles in Ordnung. Ich bin nicht wieder rest. Okay. Progressives Songwriting. Sehr schön. Dann bleibt mal schön progressiv, Bro. Kann ich mit dem reden? Ich würde nämlich gerne wissen, wo dieser Schlüssel ist, aber ich glaube, den finde ich hier gar nicht. Naja. Ich habe ja hier schon mal alles durchsucht und habe den jetzt nicht gefunden. Also denke ich einfach mal, schlussfolgern wir mal ganz logisch, dass er woanders sein muss, ja. Ah, scheiße, hier hoch komme ich jetzt gar nicht mehr. Kacke. Da war, glaube ich, noch irgendwas, das ich hätte looten können. Ich hoffe aber, der Schlüssel war da jetzt nicht. Ah, ne, wird auch kaum Sinn machen, glaube ich. Oh, ja. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Aber wir lassen natürlich kein Geld zurück. Es liegt Geld auf den Straßen. Yo. Und mit jeder Tür kommen wir der ultimativen Gefahr näher. Das muss ich, glaube ich, rauspiepen, dieses Wort. Das ist ja so politisch inkorrekt. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Ah, okay. Sie sind hier. Shh, seien Sie still. Ah, lass mich mal hier rein. Ich durchsuche jetzt erstmal alles. Mir egal, ob die Bullen vor der Tür stehen. Ich habe hier gerade das Recht auf Hausdurchsuchen. Und da die mich eh so cool decken, die Jungs, ist das ja alles ganz lässig. Ah. So, so, so. Aber hier habe ich immer noch keinen Schlüssel. Oh Gott.
Wow. Egal, mein Awesome-Schild ist awesome. Noch hier drin. Du Bitch! Wow! Der geht hoch. Woo. So. Meine Muni! Oh, ich glaube, jetzt habe ich Ruhe. Erstmal. Oh Gott im Himmel. Oh ja, gebt mir eure Frauen und Töchter, da hätte ich jetzt echt Bock drauf. Bin ein bisschen untervögelt, Leute. Okay. Ich habe echt alles verballert, Mann. Oh Gott. Fick dich! Fuck ya, Dolphin! Fuck ya, Whale! Okay. Hier haben wir wieder Ruhe. Und können wir dann in aller Ruhe irgendwas durchsuchen? Ah, das ist nur das Pferd, das hier so komisch klingt. Boah, Gott sei Dank, ich dachte schon, jetzt geht's hier weiter. Nein. Oh yeah. Ah. Gefahren von allen Seiten. Wir müssen uns stets vorsehen. Gegen die Geißel der Vox. Seid wachsam für Columbia. Ende. Alles klar, Bros. Seid wachsam für Columbia, was auch immer das bedeuten mag. Egal, ich hab Salze und Geld. Ich dachte schon, das wäre eine Waffe. Oh ja, das tut richtig gut, mal wieder ein bisschen so einen Shooter zu spielen, an dem man weiterkommt. Bin ja im Moment, was Daisy angeht, ein bisschen am Verzweifeln. Es ist einfach echt ein bisschen unspaßig geworden mittlerweile, muss ich leider sagen. Die ganze Shoot-on-Sight-Geschichte ist ein bisschen eskaliert beim einen oder anderen. Und die Konsequenz daraus ist, ja. Die Konsequenz daraus ist eigentlich im Grunde genommen, dass man als ganz frischer, frisch gespawnter Bambi einfach mal direkt umgeholzt wird. Wie sollte es auch anders sein? Vielleicht nicht unbedingt eine Entwicklung, die sich die Entwickler versprochen haben, jetzt mit dem Zombie-Patch, aber. Naja, es ist, wie es ist. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Und spielen in der Zeit einfach mal die geilsten Spiele, die es überhaupt gibt. Würde ich mal ganz einfach, ganz locker behaupten. Denn da muss man Bioshock auf jeden Fall dazu zählen. Nimm Salze, yeah, gib mir Salze. Verkaufsautomat, was kann ich bei dir kaufen? Gesundheitskits und Salz, aber alles sauteuer, habe ich keinen Bock drauf. Gut, dann gehen wir vor zur nächsten ominösen Tür.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Bioshock Infinite. Bis dahin, gehabt euch wohl und Peace.